Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Ja, zu einem neuen Video hier mal von der Nintendo Switch direkt, denn der Flight Simulator ist erschienen. Also wer braucht jetzt noch den Flight Sim 2020, wenn doch die Nintendo Switch einen Flight Simulator bekommen hat, den wir uns auch mal unbedingt mal anschauen möchten. Ich weiß nichts davon, ich habe es noch nicht mal getestet, das Ganze hat mich 15 Euro gekostet, aber dadurch, dass wir jetzt ja mittlerweile so im Fliegen sind, dachte ich mir so, okay, komm, das musst du dir jetzt einfach mal angucken. Ich drücke und hoffe. Ja. Los geht's. Flight Simulator von Ovilex Software. Loading. New Game. Okay, ich weiß schon gar nicht, was das für eine Maschine sein soll. Es wird irgendeine Boeing wahrscheinlich sein. Es wird vermarktet auf jeden Fall, dass hier viele, viele Flugzeuge enthalten sein sollen. Man ist weltweit, kann man hier fliegen. Und was noch, man hat spektakuläre Landungen. Ja, man kommt von A nach B überall hin. Man hat die Missionsziele, die man hier machen kann. Das Ganze, ja, wie gesagt, 15 Euro von Ovilex. Und wir wollen uns das Ganze, wie gesagt, mal anschauen. Und das, wenn ich ganz ehrlich sein soll, erinnert mich doch jetzt schon voll an ein Smartphone-Spiel. Aber nun gut, das ist die Switch halt. Ja, da kommen halt diese Spiele raus. Ich traue mich schon gar nicht drauf zu drücken. So, select your home airport. Kann ich das selecten? Ah, da. Wir sind da oben. Hier. Nein, nein, ich will Berlin. Da. Flying Master, okay. Ich habe keine Ahnung. So. Absolute Ingame-Grafik. Ah, großartig. So, was haben wir denn hier? Accelerate, Decelerate, Airplane Controls, zwei Lichter, Seatbelt, Bremsen, Landing Gear. Dann haben wir hier eine Kamera. Wir haben einen Boost, okay. Also ein bisschen Nitro noch dabei. Und Airplane Controls 1, okay. Ja, first you must get your pilot license. Drive into the mission control checkpoint to take your first job. Okay. Press ZR to slide the throttle lever to the green zone. Optimal for driving at ground level. Aha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer braucht Flight Simulator 2020 von Microsoft, wenn es da sowas Hübsches hier gibt? Großartig. So, wir sollen jetzt die Trotteln. So, Jobs. Wir haben Paris, wir haben Rom, wir haben Wien, wir haben Oslo. Das sind unsere... okay. Wir haben ja einmal Paris. Wie gesagt, das bringt uns so viel 30.000 hier. Komm, wir machen. Hallo. Das funktioniert auch ganz komisch. Wenn ich jetzt hier drüben bin, Paris, Rom, Wien, Oslo. Ah, jetzt macht er das irgendwie. Wenn ich das Ganze mit dem oben mit dem Stick mache, dann überspringt er voll Wien. Mysteriös. So, wir fliegen nach Wien. Für 14.500 sind 224 nautische Meilen. Select. Mission Select. Follow the Guidance Path to the Takeoff Checkpoint. Ja, mein Englisch ist nicht so perfekt, ja. Also nur so am Rande. Ja, wo ist denn unser Takeoff Checkpoint? Ah, danke. Ah, okay. Wir müssen zurück. Hä? Es läuft. Hm.
Ja, das hatte ich doch gerade. Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wirklich nicht. Was macht ihr denn hier? Also er zeigt uns schon mal den richtigen Weg an, den wir fahren sollen. Das ist, funktioniert schon mal, würde ich sagen. Ach komm, weißt du was, dann nimm mal Paris hier. Scheinbar. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich finde nicht unsere. Also, starten wir einfach so auf und so jetzt. Sind da mittlerweile schon erprobt. You have optimal take-off speed. Spektakulär. Ja, also es funktioniert nicht mal die Mission, Leute. Also da fängt es schon an. So, folge dem Part. Ja, weiß nicht, welchen Part wir hier folgen sollen. Warte mal. Wir gehen nochmal zurück. Ja, Wahnsinn. Das funktioniert hier alles großartig. Let's skip until close your. Finish the tutorial. Oh. Drehen richtig schnell. Wir haben schon so eine Schräglage, dass die Menschen hier schon alle umfallen würden und das Flugzeug dreht sich einfach nicht. So, angeblich sind wir jetzt schon 13.000 Fuß hoch.
Das Ding dreht überhaupt nicht. So, warte mal. Jetzt müssen wir leider nochmal neu machen. Beenden. Das hat irgendwie jetzt nicht gefruchtet. Oh, come on. Schon mal, auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg. Läuft bei Ovilex. Was haben wir denn hier? Knotes, Volume an. Ja, wir haben auch richtig viele Einstellungsmöglichkeiten. So, nochmal. Ich habe schon überlegt, ob ich mal ein Video von X-Plane hier einfach mal einblende. Ja, X-Plane ist nicht mehr das modernste Spiel, ich weiß. So, dann gehen wir gleich nach London. Er zeigt mir keinen Weg an. Weißt du, das Gemeine ist bei bei Nintendo, du kannst die Spiele nicht zurückgeben, wenn sie kaputt sind. Großartig. Also, was lernen wir da draus? Nichts. Läuft bei denen. Wir probieren es jetzt mal mit einem anderen. Das ist schon traurig, wenn ein Spiel gleich am Anfang schon so eine massiven Probleme hat. Alter, dann kann das doch nichts werden. Tatsächlich sagt mir die Firma Ovilex was, aber. Komm, wir sind da, wo wir jetzt sind gerade. Ist mir egal. Scheinbar ist es nicht gestattet, dass man hier mehrere Flughäfen auswählen kann. Der sieht genauso aus wie der andere davor. Also, hab schon überlegt, ob ich das Ganze mit Facecam aufnehme. Ja. Was ist denn hier los? Sache, bloß nichts anderes auswählen. Oh komm, weißt du, du hast mich hier. Großartig! So. So, wir haben Optimal Speed.
Let's go. Ach so, okay. Ja, okay. Alter, wieso driften wir denn so ab jetzt? Keep your eye on the fall speed. When you touch the runway, it has to be less than for a good landing. Wow. Wir haben die Pilotenlizenz bekommen. Tja, spektakulär würde ich sagen. Absolut spektakulär. Also ich weiß, dass ich Microsoft nicht unterstützen werde mit seinem Flight Sim 2020. Sowas Hässliches habe ich noch nie gesehen. Ja, da bleibe ich doch lieber hier bei der Nintendo Switch Version und erfreue mich der hübschesten Grafik ever, die ich jemals gesehen habe. Und ihr wisst hoffentlich, dass das alles jetzt nur Quatsch ist, was ich hier erzähle. Es ist eine Unverschämtheit, dafür 15 Euro zu verlangen. Wahrscheinlich ist das wirklich ein Mobile-Titel, den man für 4,90 Euro im Android-Shop oder iOS-Shop kaufen konnte. Aber man hat jetzt hier bei Nintendo aber richtig schön zugelangt mit 15 Euro. Es ist ein Witz. Es ist ein Witz tatsächlich, dass sowas veröffentlicht wird. Und mir ist mittlerweile so, dass auf der Nintendo nur noch so eine Grütze erscheint. Es ist unglaublich, was da für Mist mittlerweile erscheint. Ja, diese ganzen Indie-Spiele, das ist unglaublich. Da fehlen mir die Worte zu. Das ist Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall Flight Sim 2019 hier auf der Nintendo Switch von Ovilex. Ich hoffe, ich konnte euch davon abraten, dieses Spiel zu kaufen. Tut es nicht. Tut es einfach nicht. Kauft euch denn den Flight Simulator X oder sowas von Microsoft, den könnt ihr auch auf älteren Rechnern spielen. Der sieht immer noch tausendmal besser aus als das, was hier geboten wird. Die Städte sind nicht real, die Flugzeuge haben keine realen Namen und sehen nicht mehr real aus. Und geschweige
von dieser Ansicht hier, von dem Kopi, von dem Pilot hier, das kommt, das sieht überhaupt dem Ganzen nicht ähnlich und gar nichts. Wir haben keine Luftwiderstände, es soll ja angeblich Wetter sein. Das Wetter wird wahrscheinlich überhaupt keine Auswirkungen auf die Physik haben der Flugzeuge. Also das hier ist unter allerster Kanone, was hier geboten wird. Holy shit, für 15 Euro, da kriegst du, wenn du gut bist und Nintendo wieder einen Sale hat, da kriegst du Super Mario Odyssey oder sowas, ja. Was tausendmal besser ist, ein richtiges AAA-Titel zu spielen, als das hier für 15 Euro. Meine Meinung. So, dazu bleibt mir einfach nichts mehr zu sagen. Ich muss jetzt mal kurz kotzen gehen. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.